Hallo, im letzten Video haben wir in der Tabelle Kontakte Datum, Uhrzeit, Felder hinzugefügt und wir werden jetzt in dieses Video weitere Felder hinzufügen. Das erste Feld wäre ein Feld, in dem die Gehälter stehen. Das soll Gehalt heißen und das soll hier zwischen Stelle und Startzeit stehen. Wie ich schon erwähnt habe, wenn man in einer Tabelle Arbeiten macht, die nichts mit Dateneingabe zu tun haben, dann muss man immer in der Daten in der Entwurfsansicht gehen. Und in der Entwurfsansicht werden wir jetzt unser Feld hinzufügen. Das Feld soll zwischen Stelle und Startzeit sein. Und auch im letzten Video habe ich erwähnt, dass wenn man fügt neue Zeilen mit diesem Symbol hier und wenn man neue Zeilen hinzufügt, die neue Zeile kommt immer oberhalb der markierten Zeile. Das heißt, ich muss jetzt Startzeit markieren, damit das neue Feld zwischen Stelle und Startzeit kommt. Und dann gehe ich auf Zeilen einfügen. Und dann habe ich hier eine neue frische Zeile. Da gebe ich jetzt den Feldname ein, Gehalt. Und jetzt kommen wir zur Frage, was von Typ soll Gehalt sein? Also Datum, Uhrzeit auf keinen Fall. Text auch nicht, weil mit gerade so ein Feld wie Gehalt, da erwarte ich mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass viele Berechnungen mit dem Feld passieren oder passieren werden. Zum Beispiel Steuern will ich ausrechnen, dann muss man das Gehalt als Basis nehmen und dann mal einen gewissen Prozentsatz. Oder wenn jetzt jemand eine Gehaltserhöhung kriegt, dann wird man auch das Gehalt mal zum Beispiel 10% multiplizieren wollen oder Abzüge oder und so weiter. Deswegen Text wäre auch falsch und deswegen kämen nur zwei Typen in Frage. Eins wäre Zahl oder Währung. Jetzt Währung hört sich als der richtige Typ in dem Fall. Allerdings, das Feld Währung brauchen wir eigentlich gar nicht, weil man kann auch Währung mit Zahlen gestalten. Und zweitens, das Feld Währung hat eine Größe von 8 Byte. Es gibt gewisse Zahlfelder, die wesentlich kleiner sind als 8 Byte und von daher sind auch wesentlich effizienter. Gerade bei größeren Datenmengen. Deswegen, in meiner Meinung nach, ist Währung hier also eigentlich nie der richtige Typ. Ich habe auch in meiner 20-jährigen Erfahrung mit Datenbanken, mit Access jetzt quasi, habe ich nie das Feld Währung benutzt. Immer Zahl, weil man kann dann die Zahlen so gestalten, wie man will. Währung, Kilos, Meter, Kilometer und so weiter. Das wäre kein Problem. So, dann wäre die Auswahl hier Zahl. Und jetzt bei Zahlen hat man hier bei Feldgröße hat man diverse Größen. Bei Text hat man immer die Anzahl der Zeichen. Ich gehe mal kurz auf Text. Hat man die Zeichen, da haben wir 50, 51 und so weiter. Und das Text geht bis 255. Bei Datum, Uhrzeit hat man keine Größe, hat man nur das Format festgelegt. Jetzt bei Zahl hat man diverse Größen und die gehen von Byte rüber bis Dezimal. Und ich habe hier die Zahlengrößen alle aufgelistet. Byte, das kann nur Ganzzahlen beinhalten. Also, wenn ich eine Zahl habe mit 2,5 oder 2,35, wäre Byte die falsche Größe. Die Größe von Byte ist ein Byte, also quasi wie ein Buchstabe. Und sie kann Zahlen beinhalten von 0 bis 255. Also keine Minuszahlen, nur von 0, also nur positive Zahlen und von 0 bis 255. Integer wäre die nächste Größe. Die kostet jetzt 2 Bytes, also das Doppelte, was Byte kostet. Auch wieder Ganzzahlen. Und hier ist die Grenze von minus 32.768 bis, also plus 32.767. Okay? Und dann die nächste Größe ist auch wieder Ganzzahlen, Long Integer heißt sie. Und die ist dann 4 Byte, also jetzt viermal so viel wie ein Byte. Und die geht von 2 Milliarden und so weiter, sorry, von minus 2 Milliarden bis plus 2 Milliarden. Okay? Dann kommen wir zu den Kommazahlen. Single wäre die erste und die kostet auch 4 Byte. Und die geht von 3,4 mit 38 Nuller bis zu, also von minus 3,4 mit 38 Nuller bis zu 3,4 mit 38 Nuller. Und das kann bis zu 7 Stellen hinter einem Komma berechnen. Beim Double ist es auch Kommazahlen. Die kosten hier auch 4 Byte. Und da geht es dann von minus 1,7797 mit 308 Nuller bis 1,7380. Sorry, hier habe ich mich vertan, das sind nicht 4 Bytes, sondern 8 Bytes. Bis 308 Nuller.
und das kann bis zu 15 Stellen hinterm Komma ausrechnen. Dann hat man Replikations-ID. Das werden wir in unseren Datenbanken kaum benutzen. Das würde auch nicht mit dieses neue Datenbankformat gar nicht funktionieren. Und das ist nur relevant für datenbanktechnische Sachen, die wir jetzt hier mit Zahlen gar nichts zu tun haben. Und dann haben wir auch wieder die Zahlgröße Dezimal. Und die kostet 12 Byte. Auch wieder hier sehe ich auch keinen Grund, dass man Dezimal benutzt, weil ich kann das alles mit Single und Double erhalten und beide sind wesentlich billiger als die Dezimalen mit 12 Bytes. Ja, wenn ich Double benutze, habe ich 8 Bytes und habe auch viel größere Zahlen. Okay, also das heißt, unsere Arbeit mit Zahlen beschränkt sich auf diese vier Größen. Okay? Das heißt, zurück zu unserer Datenbank. Wenn ich jetzt die Datenbank effizient halten soll oder will, muss ich immer die kleinstmögliche Größe nehmen. Das heißt, bei den Gehältern muss ich jetzt wählen, welche von deiner Größe werde ich gehen. Also Byte kommt nicht in Frage, weil da gehen die nur bis 255 und ich erwarte, dass die Gehälter wesentlich mehr als 255 Euro im Monat sind. Integer wäre eine Möglichkeit. Allerdings muss ich in Kauf nehmen, dass Integer nur bis 32.000 geht. Also wenn ich jetzt Gehälter habe von mehr als 32.000, habe ich ein Problem. Und ich habe es schon mal erwähnt in einem Video vorher, dass wenn man mit Datenbanken arbeitet, was man nicht will, man will nicht eine fertige Datenbank haben, die beim Kunde schon ist, und dann kommt der Kunde nicht weiter und man muss wieder im Entwurf gehen und die Größe ändern, weil man hat vorher eine zu kleine Größe gewählt. Das will man gar nicht, weil es gibt dann auch gewisse Berechnungen, die von dieser oder Makros und so weiter, die von dieser Größe abhängen. Und wenn man die ändert, kann das einen ganzen Rattenschwanz mit sich bringen, quasi andere Probleme in der Datenbank, die man gar nicht vorhersehen kann. Deswegen ist es immer am besten, dass man eher zu groß wählt, aber nicht viel zu groß wählt, als zu klein. Integer wäre eine Möglichkeit, aber wie gesagt, da muss ich hundertprozentig sein, dass die Gehälter nie über 32.000 gehen. Oder habe ich dann Long Integer oder Single? Long Integer oder Single, genau. Und beide, wenn man schaut, beide kosten genauso. Das Single kostet 4 Byte und das Long Integer kostet 4 Byte. In dem Fall würde ich dann eher Single nehmen, weil dadurch, dass beide dieselbe Kosten anhand der Bytezahl, nehme ich lieber Single, weil mit Single kann ich Kommazahlen darstellen, was ich mit einem Long Integer nicht kann. Okay? So, das heißt, meiner Meinung nach wären dann zwei effektive Möglichkeiten da. Entweder das Integer, ja, mit dem Wissen, dass das Format, dass das Gehalt nicht mehr als 32.000 geht, oder dann Single und dann habe ich keine Probleme mehr. Okay? Und ich persönlich würde dann das Single nehmen. Okay? So, und jetzt kommen wir zu der nächsten Sache, und zwar das Format. Bei Datum haben wir im letzten Video diskutiert, dass das Datum, Uhrzeit hat man die T, M, J und H, M, S für diese Datum- und Uhrzeitformate. Bei Zahlen haben wir ganz andere Formate und die wären diese hier. Ich habe jetzt hier ein paar Musterzahlen oben aufgeschrieben und da können wir dann, ich habe ein paar Musterzahlen hier aufgeschrieben und da können wir schauen, was die Formate oder Zahlenformate, die man hier eingibt, was die auswirken. Und zwar, wenn ich jetzt eine 0 eingebe, dann die 0,12 erscheint als 0. Das heißt, alles hinterm Komma wird gar nicht dargestellt. Die 0 ist ein Platzhalter für eine Zahl. Und falls keine Zahl vorhanden ist, also falls eine 0 da ist, dann erscheint eine 0. Okay? Und da sieht man, hier ist eine 0, weil die Zahl hinterm Komma wird gar nicht dargestellt. Ist die 6,29 erscheint als 6. Die auch wieder hier und die hier so. Weil alle Zahlen hinterm 0 werden gar nicht dargestellt. 0, 0, das sind jetzt zwei Platzhalter. Das heißt, hier kommt die 00, hier kommt die 06, das heißt, weil die 0 ist ein Platzhalter von der Zahl und wenn keine Zahl da ist, kommt eine 0 und das heißt, hier hat man überhaupt keine Zahl, da kommen halt zwei Nulls, hier hat man vorne keine Zahl, weil die Zahl unter 10 ist, dann hat man 6, hier erscheint das ganz normal und hier auch. Dann hat man 0,0,
da erscheint, dann rundet Access das die Zahl auf, aus 0,12 rundet auf, also es rundet das mathematisch. Das heißt, die 12 wird auf 10 gerundet, die 29 wird auf 0,3 gerundet, die 43 auf 0,4 und so weiter. Hier gibt es keine 0, deswegen erscheint hier 0,0. Und 0,00 ist dann wirklich dasselbe Spiel, nur halt man hat jetzt zwei Stellen hinterm Komma, wie man so schön sieht. Und jetzt bei größeren Zahlen ist es ein bisschen schwierig zu lesen, die Zahl richtig zu lesen. Deswegen wäre es schön, wenn man so einen Tausender Trennpunkt hat. Und das kann man mit diesem Format erreichen. Und was ich noch erwähnen will, dieser Tausender Trennpunkt, der gilt auch für, also man muss, mit diesem Format kann man auch große Zahlen wie Millionen, Milliarden und so weiter darstellen. Man muss nur, das reicht aus, man muss nicht das Format noch verlängern. Okay, also das da gilt dann für alle Zahlen über 1000, sei es 10.000, 10 Millionen, 10 Milliarden etc. Okay? Und dann würde die Zahl so ausschauen. Jetzt sieht man hier, mit diesem Format sieht man hier, hier ist es ganz okay, aber hier ist es nicht ganz okay, weil das sind hier diese führenden Nuller, weil der Effekt von Nuller ist, dass man, dass wenn keine Zahl da steht, kommt einfach eine Null da. Und das ist dann nicht, nicht richtig und auch nicht attraktiv. Man sieht es auch hier. Hier sieht man es gar nicht, weil die Zahl ist relativ groß. Jetzt hat man auch Rauten. Und Rauten sind auch wieder ein Platzhalter für eine Zahl. Allerdings, wenn keine Zahl da ist, erscheint gar nichts. Ja? Und da sieht man hier, die führende Null erscheint nicht, weil eine Raute, wenn keine Raute zeigt gar nichts an. Und das heißt, man sieht nur 0,12 anstatt, was man erwartet, 0,12. Hier ist es ganz normal, hier auch, hier auch. Deswegen, wenn man jetzt, nimm an, man will sich nur eine Sache merken bei Zahlenformate, kann man sich dieses Format merken. Und zwar Raute, Punkt, Raute, Raute, 0,0 weiter. Mit diesem Format kann man alle Zahlen darstellen. Und was das Format macht, es gibt in Tausender Trennpunkt. Und falls ich eine kleine Zahl habe, kommt eine führende Null vorm Komma. Und das ist ja, was man will. Deswegen kommt vorm Komma immer eine Null, weil vorm Komma, falls gar nichts vorhanden ist, wie bei dieser Zahl hier, will man eine führende Null. Das heißt, dann wäre diese 0,12, wird so dargestellt, ups, mich vertippt. Diese 6,29 wird so dargestellt. Diese 12,43 wird so dargestellt. Und diese 57.000 wird so dargestellt. Okay? Und man kann dann natürlich festlegen, wie viele Kommastellen man will, indem man hinterm Komma so viele Nuller eingibt, wie man braucht. Und wenn man keine Kommastellen darstellen will, dann macht man einfach das so und dann ist es dann ohne Kommastellen da. Okay? Also das kann man sich merken, aber nicht vergessen, dass die letzte Stelle vor dem Komma legt man normalerweise eine Null, weil wenn man eine Raute legt, kriegt man so eine Situation da, was nicht attraktiv ist. Außer man will solche Zahlen so darstellen, okay, dann legt man eine Raute vor. Okay, das ist, was Zahlen betrifft, ganz normale Zahlen. Dann hat man Prozente, nichts viel groß zu sagen, nur halt, da ist wieder die Null als Platzhalter oder beziehungsweise eine Raute, aber man legt ein Prozentzeichen dahinter. Das heißt, man gibt diese Zahl ein, man gibt so eine Zahl ein und mit 0% wird 6% erscheint 6%, weil das Format multipliziert automatisch die Zahl mit 100 und legt hinten ein Prozentzeichen. Okay? Und wenn man drei Nuller hinter der Kommastelle stellt, dann sieht das so aus, also es rundet, nicht auf oder runter, sondern es rundet nach mathematischen Prinzipien. Und hier die 7 wird ja hochgerundet und deswegen ist es dann hier eine 8. Okay? Und dann wird das mit 100 multipliziert und kommt hinten ein Prozentzeichen. Okay? Und dann hat man das wissenschaftliche Format, das ist bei großen Zahlen, wie jetzt diese hier. Die sind oft, kann man schwer lesen. Und da macht man so ein Format, also hier setzt man fest, wie viele Kommastellen man will, also quasi nach dem Prinzip hier oben. Und dann kommt ein groß E und dann plus 0. Das heißt, plus 0 heißt, das sind die Zahl mal mit, die Zahl mit also eine Zahl mit 11 Nuller. Okay, also das kann man sich so vorstellen, 9,6 und dann mal 1 mit 11 Nuller. Okay, und hier ist gerade das andersrum, hier hat man viele, viele Stellen hinterm Komma, dann steht E minus 10, das heißt, ist, vor der 1 sind dann quasi 9 Nuller, also 0, und dann 9 Nuller und dann 1, 2. Das ist, was minus 10
deutet. Benutzt man meistens für wissenschaftliche Zwecke, weil da sind die Zahlen richtig immens. Sind meistens diese Formate hier das Übliche. Okay? Und das werden wir jetzt in unser Gehaltfeld eingeben. So, ich gehe hier und ich will jetzt die Gehälter 0.Raute.Raute.Raute 0,00. Okay? So, jetzt wollen wir noch Einheiten eingeben, zum Beispiel Euro oder Dollar oder was immer. Und deswegen jetzt braucht man kein Währungsfeld, weil ich kann hier jetzt hinter dem Format, zum Beispiel ich will jetzt das Wort EURO eingeben für Euro, dann hinter dem Format mache ich einfach Gänsefüßler auf, das ist Umschalt 2, mache ein Leer, damit das Wort nicht an der Zahl klebt, ein Leer, und dann schreibe ich das, ein beliebiges Wort, was ich will. In dem Fall schreibe ich Euro und mache wieder Gänsefüßler zu. Okay? Und so habe ich das Format festgelegt, habe das Zahlenformat festgelegt und die Anzahl der Kommastellen und die Einheit hinten. Und hier deswegen die Dezimalstellenanzeige steht zwar auf automatisch, aber die brauche ich gar nicht mit der zu machen, weil ich mache das alles mit meinem eigenen Format. Okay? Ich speichere die Tabelle und jetzt kann ich rübergehen in der Datenansicht und kann das erste Gehalt geben. Zum Beispiel der erste kriegt 12,4 was immer. Und dann sieht man, sobald ich rausgehe, hat man hier 0,00 mit Euro. Machen wir das nächste. Der kriegt zum Beispiel 3,625. Okay, und dann ist automatisch, kriegt dann 1000er Trennpunkt, 2 Kommastellen und Euro. Und wenn ich jetzt keine Kommastellen haben will, dann gehe ich wieder hier zurück und mache dann das so. Okay, wieder erneut speichern. Ich habe es im letzten Video erwähnt, wenn man schnell speichern will, einfach auf Steuerung S ist gespeichert und dann Datenansicht und dann ist man wieder da und dann kann ich jetzt das nächste Gehalt eingeben. Jetzt sieht man, die Gehälter haben jetzt keine Kommastellen und man gibt nur, wie man sieht, ich gebe nur die Zahlen ein. Also ich gebe zum Beispiel, das nächste Gehalt ist 4523. So, das war's. Und jetzt gehe ich raus und Access macht den Rest, die Formatierung mit den tausender Trennpunkten in dem Fall und die Euros. Okay? Und 4523. Okay? So. Ich kann natürlich auch, gehen wir mal zurück im Entwurf, ich kann natürlich auch den Text, diese Einheit auch vorne stellen. Dann mache ich das weg und kann dann vorne, muss ich halt meine ganze Füße vorne setzen. Also fange ich an, klicke erstmal rein vorne und dann schreibe ich zum Beispiel USD, mache ein Leer, damit der Text nicht mit der Zahl klebt, Gänsefüßle zu und gehe wieder zur Ansicht, ich muss erst speichern, jawohl. So, und da sieht man, jetzt ist die Einheit vorne. Daher, das ist, deswegen mit Zahlen kann ich jede beliebige Währung machen, ohne dass ich dann das teure Feld Währung, das Feld Währung kostet 8 Byte und unseres hier mit Single kostet 4 Byte. Ja, also habe ich die Hälfte gespart. Okay? Okay. Was man noch machen kann, machen wir mal ein anderes Format, zum Beispiel, man kann auch sowas schreiben, also Raute, Punkt, Raute, Raute, 0 und dann Gänsefüßler auf, leer, machen wir ein Euro-Symbol und Gänsefüßler zu, okay? Dann haben wir hier, wenn wir speichern, gehen wir wieder zurück zu der Tabelle, da haben wir unsere Gehälter in Euro. Jetzt, was man hier machen kann, man kann jetzt hier ein Semikolon hinsetzen. Jetzt, alles was vorm Semikolon liegt, betrifft die Pluszahlen. Jetzt, nach dem Semikolon, kommt jetzt, oder dieses Strichpunkt, kommt jetzt, das können wir jetzt ein separates Format machen vor Minuszahlen. Also zum Beispiel Minuszahlen sollen in so Klammern kommen, also vorne und hinten eine Klammer, also das heißt, die Klammer kommt auch in Gänsefüßle, ups, ja, Klammer, Gänsefüßle zu, dann kommt ein Format mit 0, sorry, Raute, Punkt, Raute, Raute, 0, dann wieder Gänsefüßle auf, Klammer zu und Gänsefüßle, okay, das heißt, ich habe von meinen Pluszahlen dieses Format gesetzt, dann habe ich einen Strichpunkt gemacht und dann hinterm Strichpunkt habe ich das zweite Format, das betrifft die Minuszahlen. Okay? Das heißt, wenn ich jetzt speichere und gehe wieder, da habe ich jetzt meine Formate. Geben wir mal eine Minuszahl hier ein. Ich weiß jetzt, für Gehälter ist es nicht realistisch, dass man ein Minusgehalt kriegt, aber machen wir es mal nur, um das Format darzustellen. Mache ich mal Minus 3562 und da sieht man,
das hat jetzt keine Euros-Zeichen, aber Klammern. Weil ich habe ein separates Format für die Minuszahlen gemacht. Okay, gehen wir mal hier rein. Ja, also für Pluszahlen habe ich dieses Format gemacht mit Euro hinten. Und für Minuszahlen habe ich Klammern festgelegt, vorne und hinten bei der Zahl, aber keine Euros und kein Minuszeichen. Okay, wenn ich wieder zur Ansicht gehe, sieht man, dass Minuszahlen haben dann Klammern und kein Euro und Pluszahlen haben Euro hinten, also Euro hinten und keine Klammern. Okay, machen wir nochmal eine Minuszahl. Okay, und da sieht man, das ist auch wieder eine Minuszahl. Und wenn ich jetzt auch ein Minus hinzufügen will, ist es kein Problem, dann gehe ich wieder mit Wurf rein und zwischen der ersten Klammer und der Raute mache ich einfach ein Minus rein und speichern natürlich und dann wieder. Und jetzt sieht man, hat man auch Minuszahlen. Also man kann Pluszahlen freigestalten, Minuszahlen freigestalten. Allerdings jedes Element, Pluszahlen oder Minuszahlen, wird dann nach diesen Kriterien formatiert. Ja? Also es wird nach diesen Kriterien, Raute, Punkt, Raute, Raute und so weiter, wird es nach diesen Kriterien formatiert und getrennt wird das mit den Semikolonen. Ich mache es mal hier als Format, das ich gerade geschrieben habe. Also ich habe hier am Anfang für die Pluszahlen habe ich dann Raute, Punkt, Raute, Raute, 0 und dann hinten Gänsefüßle, Euro-Symbol, Gänsefüßle zu und dann habe ich einen Strichpunkt gemacht. So, jetzt ist, ich mache es mal auch größer und fett, dass jeder sehen kann. So, genau. So, das ist jetzt, das betrifft jetzt die Pluszahlen. Jetzt kommt das Format für die Minuszahlen. Wir wollten eine Klammer hinten, also Gänsefüßle auf. Nee, sorry. Genau. Gänsefüßle auf, Klammer, Gänsefüßle zu. Das war das Format für die Minuszahlen. Und dann haben wir dann Raute, Punkt, Raute, Raute, 0. Und dann wieder selbe Klammer zu und so. Okay? Dann haben wir quasi die Klammern vorne und hinten für die Minuszahlen und hier haben. Und dann haben wir beliebig, könnte man dann hier auch ein Minus reinlegen. Also hat man hier, also dieses rote, dieser Teil hier, das betrifft die Minuszahlen und dieser Teil hier, dieser Teil hier, kann ich das nicht allein markieren, so einfach, dieser Teil hier betrifft dann die Pluszahlen. Okay? So, und so kann man, und die sind getrennt, diese zwei Formate sind durch den Strichpunkt getrennt. Dieses Gänsefüßle muss eigentlich oben sein, das hat Word jetzt von sich aus gemacht. Und so kann man die Formate trennen, also Pluszahlen kriegen dieses Format, Minuszahlen kriegen dieses Format. Man kann auch beliebiges Format für Minuszahlen machen, total unabhängig von den Pluszahlen. Okay? So, und man kann das Format noch erweitern. Man macht einen zweiten Strichpunkt. Und jetzt, nach dem ersten Strichpunkt, also ich erkläre es nochmal, vor dem ersten Strichpunkt betrifft das die Pluszahlen, nach dem ersten Strichpunkt betrifft das die Minuszahlen und nach dem zweiten Strichpunkt betrifft das die Nullzahlen. Und in dem Fall, nehmen wir an, wir haben jetzt ein Nullgehalt, das soll keine Zahl darstellen, deswegen lege ich auch keine Platzhalter, wie eine Null oder eine Raute, sondern schreibe einfach nur einen Text in Gänsefüßle, also Gänsefüßle auf, schreibe einfach NULL und zu. In dem Fall ist kein Platzhalter da. Und das heißt, wenn ich jetzt ein Nullgehalt habe, erscheint keine Null, sondern nur dieser Text. Und das können wir mal gleich ausprobieren, speichern. Und jetzt nehmen wir mal das Gehalt und setzen wir es mal auf 0. Ich tippe einfach eine 0 rein. Sobald ich rausgehe, steht dann 0. Und man sieht hier, man sieht auch keine richtige 0, weil ich den Platzhalter nicht habe. Lege ich dagegen einen Platzhalter noch dazu, also außerhalb der Gänsefüßle, lege ich noch einen Platzhalter dazu mit leer, dann und speichern, dann sieht man der Platzhalter, das ist das hier, und dann der Text 0. Okay? Oder ich kann auch das Nullformat so machen, indem ich das alles wegmache, mache Gänsefüßle auf, in Minus, also so ein Strich, und Gänsefüßle zu. Und das heißt, alle Nullzahlen erscheinen als Strich. Ja? Gucken wir es mal speichern und dann haben wir es hier. Okay? Und da habe ich das Format jetzt ein bisschen größer aufgeschrieben. Also das heißt, das ist der erste, ich mache mal auch ein bisschen leer zwischen denen. So, dann kann man es dann viel besser erkennen. Also man hat das erste, dieser Teil hier, das betrifft die Pluszahlen. Dann dieser Teil hier betrifft die Minuszahlen.
und dann kommt der zweite Strichpunkt oder Semikolon und das betrifft die Nullzahlen. Bei Nullzahlen braucht man eigentlich keine Rauten und so Großes, weil es ist ja eh eine Null. Und von daher kann man entweder nur Text haben, wie hier, oder so etwas. Oder einfach eine Null und irgendeine Einheit, zum Beispiel Euro. Okay? Also das sind die drei Formate oder Formatteile, die man im Format reinlegen kann. Vorm ersten Semikolon Pluszahlen, nach dem ersten Semikolon Minuszahlen und nach dem zweiten Semikolon Nullzahlen. Okay? So. Und jetzt sieht man die unterschiedlichen Effekte dieses Formats auf die unterschiedlichen Zahlen. Ja? Und das kann man alles hier in der Zeile Format machen. Und es ist immer in Kombination von einem von den Kriterien hier. Die kann man mischen. Jeder Abschnitt ist unabhängig von dem anderen. Okay. Und deswegen brauche ich eigentlich kein Feldwährung, das teure Feldwährung, weil ich kann das alles mit Zahlen erreichen. Okay. Jetzt haben wir die Gehälter rein. Jetzt hätte ich gerne noch ein Feld, und zwar Anzahl der Kinder dieser Leute. Und das Feld hätte ich gern, wo legen wir es am besten? Legen wir es hier vor Firma. Das heißt, ich muss wieder im Entwurf gehen. Und das soll vor Firma kommen, also zwischen Geburtstag und Firma. Das heißt, ich muss Firma markieren und dann Zeile einfügen. Und hier kommen dann Kinder. Und hier Kinder, die Kinderanzahl, wie kann man die am besten darstellen? Ich würde sagen, wieder Zahl, weil es kann sein, dass man etwas rechnen will. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Ausgaben pro Kind sind so und so viel, was wären die Ausgaben für drei oder fünf Kinder, dann ist Zahl eigentlich der richtige Dings. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Kinderanzahl rechnet, ist nicht hoch, aber auch nicht niedrig. Und deswegen, es gibt da eine Möglichkeit, dass man da rechnen muss, deswegen Zahl. Also Text benutzt man nur, wenn man hundertprozentig weiß, dass man mit den Zahlen nie rechnet. Wie ich vorhin erwähnt habe, in ein anderes Video, Bankleitzahlen, Postleitzahlen, Telefonnummern, das sind so gewisse Zahlen, mit denen man nie rechnet, ansonsten immer Zahlen nehmen. Okay, haben wir Zahl, jetzt was für eine Größe. Hier, das ist ein klassischer Fall für Byte, weil Kinderanzahl sind immer Ganzzahlen, es gibt keine 3,5 Kinder, immer Ganzzahlen und keiner hat mehr als 255 Kinder. Und deswegen ist hier ein typischer Byte-Kandidat und das Format kann man dann hier auch wie vorher, allerdings Kommastellen braucht man gar nicht zu geben, also einfach 0 und dann zum Beispiel Gänsefüßle auf und zum Beispiel Kinder und Gänsefüßle zu. Und so hat man das Format, ich gehe speichern, gehe jetzt rein und da habe ich das Feld Kinder und muss jetzt nur die Zahlen eingeben, 2, 3, 1, 0, 2 und 5, okay? So, machen wir noch jemand mit 0 Kinder, machen wir den auch 0 Kinder. Okay, so, da haben wir jetzt die Sachen. Jetzt auch hier wieder, das stört mich hier, diese 0 Kinder hier. Also am besten wäre, wenn gar nichts drin steht oder einfach ein Strich. Und das kann man dann genauso wie mit den Gehältern so machen. Also ich gehe wieder hier rein. Jetzt in dem Fall, es gibt keine Minus, also erst haben wir gesagt, nach dem ersten Semikolon kommen jetzt die Minuszahlen, aber wir haben hier keine Minuszahlen, es wird nie ein Format geben von Minuszahlen bei Kinderanzahl. Deswegen, ich lege das erste Semikolon und dann lege ich gleich den zweiten Semikolon, weil der Abschnitt zwischen den zwei Semikolonen bleibt leer, weil da werde ich kein Format reinlegen, weil es ist nicht relevant für dieses Feld. Und jetzt kommt das Format für die Nullzahlen und 0 machen wir einfach einen Strich. Okay, speichern. Sieht man jetzt, dass bei 0 steht einfach nur ein Strich, keine 0 und keine Kinder. Oder ich mache es noch besser, ich mache einfach eigentlich gar nichts, nur zwei Gänsefüßle, so das heißt leer, gar nichts. Okay, und dann speichern. Und wenn wir jetzt rübergehen, sieht man hier steht dann gar nichts. Okay. Und dann ist einfach, wenn man reinklickt, sieht man, der ist die 0, zwar in die 0 ist eingeben, aber man sieht gar nichts. Manchmal ist es auch nicht erwünscht, dass es so ausschaut, dann legt man manchmal lieber einen Strich, dann weiß jeder, dass hier wurde was eingegeben, das Format hat es auf einen Strich festgelegt. Also gehen wir zurück, machen wir hier einen Strich rein und so haben wir jetzt unser Format drin. Und da ist es. Jetzt, manche würden fragen, ja, könnte man das nicht so schön zentrieren, so dass es besser ausschaut, weil hier, schon, aber nicht in Tabellen, weil
wie ich im ersten Video schon gesagt, die Tabellen sind nur die Knochen der ganzen Datenbank. Also sie sind nicht da, um Sachen schön darzustellen und so weiter. Die sind nur, um die Daten zu beinhalten. Das Zentrieren und das Schönmachen, das können wir dann in Formulare bzw. Berichte machen. Also hier, wie es ausschaut in der Tabelle, ist eigentlich egal. Außer wir als Entwickler dieser Datenbank wird kaum ein User in der Tabelle reinschauen, weil die User sind dann ausschließlich auf die Formulare begrenzt. Und die werden dann die Daten mit schöner Formatierung, schöne Schrift, richtige Ausrichtung sehen und nicht so. Ja? Aber im Endeffekt, deswegen gibt es hier in Access kaum Möglichkeiten, diese Formatierung zu machen. Und ist es auch nicht notwendig, weil wie gesagt, das machen wir dann in den Formulare. Und in neuere Versionen von Access, also nach der Version 2003, gibt es Formatiermöglichkeiten hier für die Tabelle, wo man dann sagt, okay, ich mache es zentriert oder ich mache es linksbündig. Aber wie gesagt, in richtigen Datenbanken ist die Arbeit meistens über Formulare und dann wird die ganze Formatierarbeit dort in Formularen gemacht und nicht hier in den Tabellen. Also Tabellen sind nur... Wichtig bei Tabellen sind nur die Struktur, die Feldgrößen, dass man die Feldgrößen richtig macht, dass man ja nie mehr in dem Entwurf gehen muss bei dieser Datenbank, außer es gibt einen riesen Änderungsplan, weil man will ja nicht, dass der User etwas eingibt, er kommt nicht weiter und dann muss man im Entwurf gehen und alles ändern im Entwurf, weil in richtigen Datenbanken hängen viele andere Kalkulationen im Rücken des Entwurfs. Okay? Und deswegen, das ist wichtig bei Tabellen, dass der Entwurf stimmt, dass die Struktur stimmt. Und die Formatiersachen, die macht man dann anschließend in den Berichte und in den Formularen. Okay, und das ist jetzt, hat man hier jetzt heute gesehen, wie man Felder vom Typ Zahl hinzufügt, die unterschiedlichen Größen für Zahlen und eigentlich benutzt man die ersten die ersten 5. Dezimal ist es viel zu teuer, weil das kostet 8 Byte. Da kann ich gleich ein Double nehmen. Und die unterschiedlichen Formate für die Zahlfelder. Hier ist es weiter. Und ich habe auch erwähnt, mit Zahlen kann man hier deutlich sehen, kann man auch Währungszahlen darstellen, also Währungen darstellen. Und daher ist in meinen Augen auch das Feld Währung auch nicht nötig. Okay? Und das ist eigentlich alles, was ich zum Thema Zahlen sagen will.